arms have fallen and their princesses are mine. Just one more princess and I shall take back what's mine. Issa. Bring me the princess of the Fire Kingdom. Your wish is my command, Queen Mortis. Und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, zu Spirits of Mystery 8 Illusion. Oder Illusionen auf gut Deutsch. Ja, wie wir schon im Intro gehört haben. Ist Mortis wieder da. Plus sie ist anscheinend ein bisschen geschwächt und sucht nach uns anscheinend. Ja, das ist jetzt aktuell der letzte Spirits of Mystery Teil, den ich besitze. Ich weiß von dem gar nichts. Es herrschen wieder die Holy Wimmelbild-Regeln. Die muss ich jetzt aber nicht nochmal erwähnen. Einfach meinen älteren Let's Plays davon einfach mal anschauen. Weil ich möchte jetzt unbedingt losstarten. Wir drücken auf Spielen. Und jetzt können wir hier quasi wieder Prinzessin, Erbin, Königin aussuchen. Und können unsere tapfere Dame auch natürlich machen. Hilfreiche Nachrichten, Fehlerstrafen machen wir nicht. Wir machen jetzt einfach wieder tapfere Dame, tapfere Prinzessin. Und da würde ich mal sagen, let's go, let's flow. Nein, möchte ich nicht erklärt bekommen. Und ich höre schon wieder die Crimtails Musik. Hallöchen. Hier unten bin ich. Hier unten. Und die Nanny ist natürlich auch wieder mit da. Und sie will gleich mit uns quatschen. Princess, as you know, the kingdom of our land has been fighting Queen Mortis for over 500 years. But now, only the Fire Kingdom remains. Mortis has conquered the other two and taken their princesses. I fear you are next. You must activate the shield shrine. This bow once belonged to your ancestors. Only those of royal blood can wield it. It will activate the shield shrine. Okay, wir kriegen einen Bogen. Hey, mein Vater, Erbe des Feuerkönigreichs. Liebste Tochter, es stimmt mich sehr traurig, dass deine Mutter und ich an diesem speziellen Tag nicht bei dir sein können. Wir müssen unser Land vor dem Bösen schützen, der verwunschenen Prinzessin. Wir haben die Dunkelheit besiegt, doch es hatte einen hohen Preis. Deine Mutter hat ihr Leben im Kampf verloren und ich befürchte, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Deine Mutter und ich wussten schon immer, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist. To activate the magic shield, you must hit all three targets with the magic bow. Okay, gut zu wissen. Hit all three targets. Well done, Princess. That's it. Just one more. Only one step remains to activate the magic shield. This ancient relic has been passed down to you. Place it on the gate to raise the magic shield. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der uralte Erfolg in meinen Händen hält. Der Schlüssel zum magischen Schutz des Feuerkönigreiches. Greetings, Princess. I am one of the spirits of mystery that protect your kingdom of fire. I see that a prophecy is about to be fulfilled. Let us go to the main gate. Okay, ich will mich aber trotzdem hier nochmal umschauen. Der Spirit of Mystery. Jawohl. There is an ancient prophecy that says when two kingdoms fall and meteors rain from the sky, one fiery kingdom shall become our last hope. Also wieder so ein Wörterrätsel. Also Meteorit. Okay. Es ist eine alte Prophezeiung, die besagt, dass wenn zwei
Königreiche fallen. You are the ruler of that fiery kingdom, Princess. Armed only with a bow, you shall expel the cursed princess forever. Okay. Wo ist der Bogen da? Irgendwo ist Feuer. Das hier, ja, okay. But the magic shield is active. It can't belong to Mortis. The prophecy. Is it coming true? Wait here. I shall return. Na, ob das so eine gute Idee war. Okay, dem fehlt ein Horn, das wir leider nicht hier finden. Sonnenlicht enthüllt das Versteck. Das mittlere Teil fehlt, das haben wir ja leider noch nicht. Hier brauchen wir was zum Zusammenkleben, okay. Ich schaue mich trotzdem hier ein bisschen um. Ich darf das. Wie kann ich sie abschrauben? Ich habe leider auch nichts zum Abschrauben, aber hier ist irgendwas Kaltes. Ja, du bist witzig. Ich brauche nur mehr Pfeile. Ja, du bist witzig. Wo soll ich denn Pfeile herkriegen? Jetzt kann ich den Pfeil damit verwenden. Okay, nehmen wir einfach mal das hier mit. Das hier mit. Ja, okay, leider kaputt. Dann brauchen wir das hier. Kann ich das hier hin tun? Nee. Kann ich damit, Ja gut, wo soll ich Wasser hernehmen? Wie schaut eigentlich die Karte aus? Habe ich eine Karte? Karte, Karte. Das ist wahrscheinlich die... die sieht ja nice aus. So, hier kann ich was tun. Ach ja, du hast ja ein kaputtes Horn, mein Freund. Hier, bitte. Feuerlasso. Okay. Ja, du machst mir keine Angst. Okay, 1 von 2 natürlich. Was sagt die Karte wieder? So, was kann ich denn hier noch machen? Eine Schüssel. Das nicht funktioniert. Ich habe mich nach etwas umgekehrt. Vielleicht kann ich etwas finden, um das Eis zu schmelzen. Ja, das Feuerlasso. Thank you, Princess. What we saw was merely an illusion. Queen Mortis uses such tricks to control people's minds. I know they may seem evil, but these monsters are actually human. Fortunately,
I know how to break her illusion spell. Return to the shield shrine. Find the mirror that I've hidden there. Only it can shatter her illusions. Here, this sunlight unlocks the cache where I hid the mirror. Zerstöre Mortis Magie. Illusionsmagie ist ein sehr starker Zauber, der das Bewusstsein der Menschen beeinflussen kann. Das einzige Artefakt, das stark genug ist, um den Fluch zu brechen, ist ein spezieller Spiegel. Es ist in unserem Schloss versteckt. Okay, dann gehen wir zurück. Ja, wahrscheinlich das jetzt hier rein, oder? Okay, drehe unterschiedliche Scheiben, damit sie ineinander passen. Mit Hilfe der Pfeile kannst du sie drehen. Nachdem eine Scheibe richtig platziert ist, leuchtet sie grün auf. Okay, dann die hier. Nächste Scheibe. Alter. Okay, nur mit Geduld geht alles. Wenn ich mal Geduld habe. Hier. Okay, das hier und ignorieren wir jetzt einfach mal, okay? Und da ist der Spiegel. Ja, da fehlen noch zwei grüne. Ich weiß auch, wo wir die mir kriegen. Restauriere die Bilder, um die Truhe zu öffnen. Wähle eine Kachel aus, um sie zu verschieben. Drehe dann alle Kacheln auf der rechten Seite um. Das Umdrehen einer Kachel kann sich auf andere auswirken. Das war mir wieder klar. Ist ja nichts Neues, oder? Welche Kacheln? Wieder ein Schieberätsel. Ich liebe Schieberätsel. Gibt's nichts Besseres als ein leckeres, kostbares Schieberätsel. Wo könnte der Huckel sein für... Warte mal, ich habe eine Idee. Das gehört ein bisschen weiter nach oben, oder? Es ist jetzt komisch. Das ist jetzt hier. Ihr seht, das passt hier hin, ja? Aber hier passt das hier unten auch, also fehlt hier ein Teil da. Oder täusche ich mich jetzt da? Ich glaube, das da hier gehört dahin. Also das nächste Rätsel, was ich machen muss, ist ausgerechnet ein Schieberätsel. Geil.
So, dann haben wir das schon mal. Muss ich ein bisschen ruhig sein, also nicht böse sein, also konzentrieren. Und ich denke mal, wenn ich mich konzentriere, ist das auch gut für euch, dann schaffe ich auch diese Rätsel. Und ich habe mir auch das Video mal angeschaut, wo ich gemacht habe, wo ich euch ein bisschen erklärt habe, warum ich überhaupt Wimmelbildspiele aufnehme. Da habt ihr recht, zum Beispiel die gute Kiki hat recht, Schieberätsel können schon mal nervig sein, aber sie können auch einfach sein. Grüße gehen hier raus. Okay. Und Bingo. Und jetzt? Okay, grün ist 1. Das ist 2. Das ist 3. Das ist 4. Das ist 5. Nanny hat mir von dem magischen Gegenstand erzählt. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hier raus, oder? Whenever you see a creature glowing like the envoy of chaos, use this mirror to break the illusion spell. Okay, schau mal. Ach, da sind wir diesmal solche Monsterbilder, Gesichter diesmal. Da, okay. Da. Das ist, finde ich, mal ein bisschen nice, dass es jetzt mal so Monstergesichter sind. Entferne alle Kettenfragmente zwischen den Edelsteinen, wähle ein Kettenfragment aus und zeichne es nach. Okay. Ach, hier. Ach, jedes Mal, wenn er dieses Angriff macht. Okay, das ist auch sehr cool gemacht.
I know this boy. He was your father's royal blacksmith in the Metal Kingdom. We must free him. Mortis's magic enslaves people by stealing what they treasure most. These precious items must be hidden nearby, or her spell wouldn't work. Find this boy's item and return it to him. Okay, gut zu wissen. Und jetzt, man hat ja gehört, die Nanny hat gesagt, Metallkönigreich. Immer die Tochter vom Metallkönig. Wer weiß. Immer in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und Cheerio.